So, Freunde, willkommen zum letzten Tag des blutigen Kampfturniers. Und ich habe mich nochmal eingekauft, weil wir sind Top 5% und halt auch für den Path of Valor, ne? Ich meine, da haben wir das ja auch mit dem Turnier und deswegen machen wir das jetzt einfach mal, weil Top 1% hat mir ja bisher die letzten Male immer gute Belohnungen gegeben. Wir sind immer noch auf B. Das heißt, wenn wir das jetzt vernünftig zu Ende bringen, dann sind wir am Ende auch wieder in Top 1. Und wir starten mit Brünnhilde. Ne, Brünnhild. Ja, okay, Heiler. Macht die auch Schaden? Ne, eigentlich nur Defensive. Okay, nehmen wir. Ja, zwei gelbe können wir nehmen und drei grüne. Das heißt, die gehen raus. Grün kommt rein. Ich nehme aber dich noch raus und dann platzieren wir anders und dann haben wir das so. Auf geht's. Okay, sieht gut aus. Gucken, was dabei rumkommt. Okay. Aber bei uns passiert da nichts. Dann gehen wir auf die Seite. Nehmen den grünen Diamanten. Und machen Triton weg. Okay. Dann gehen wir auf Sonja, machen den Diamanten. Buddy drauf, die gelben hinterher. Dann haben wir hier unten die Grünen. Das sollte für Sonja reichen. Perfekt. Und dann gehen wir auf Tiburtus. Schwimmen wir das mal so. Mal gucken. Da kommt schön gelb hoch. Ghosten wir die 4. Und dann auf Catmon. Ja. So kann es weitergehen, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ah, jetzt gehen die Embleme ein bisschen zurück. Dann nehmen wir definitiv grün und lila. Also nehmen wir Tiburtus und nehmen wir Proteus. Bisschen Mana kontrollieren, wenn es hinhaut. Da haben wir. Vier Lilane, das ist gut. Weil im Endeffekt Melindor da hinten wieder in der Ecke, der macht ja nichts. So, wenn wir das so machen, kriegen wir. Naja, ist okay. Ich werde aber jetzt hier die Kombination Grün-Lila machen. Und jetzt gehe ich zuerst auf Grimm hier hinten und werde Wukong blocken. So, ach, er hat widerstanden. Shit. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das anders hinkriegen. Das war nicht geplant, aber. Okay, alles klar. Dann mit dem nächsten lila Match müsste dann Wukong weg sein. Aber machen das vorsichtshalber mal so. Okay, Grimm ist geblockt. Ich habe nur leider nichts hier. Dann machen wir hier. Bringen wir das grüne Steinchen nach oben. Dann blocken wir mal hier drüben. Nehmen die grünen und hoffen, dass Grimm weg ist. Jawohl. Dann Buddy darüber. Jetzt können wir ruhig den Diamanten machen.
Achso, nur noch er ist da, okay. Da können wir jetzt fröhlich reinspielen. Kriegt er eh keinen Mana und dann war's das damit. Okay. Gut, Top 1. Oh. Ein YouTuber anscheinend. Welche Allianz ist es denn? Kennt man den? Ach, Hard to be a God. Ich glaube, das war mein allererster Krieg, den ich aufgenommen habe gegen die. Ja, mit den Grünen können wir da nichts anfangen. Also bei ihm, ne? Da können wir nicht mit Rot kontern. Ich denke, ich werde Gelb nehmen für Tiburtus und ja, die Grünen will ich nicht nehmen, weil da ist ja ein Grün in der Mitte. Macht jetzt nicht so viel Schaden. Dann nehme ich, glaube ich, Lila-Gelb. Lila-Gelb, also wieder so, so und so. Und Gaffa. Okay. Machen wir das so und so. Da hinten sehe ich noch auf der linken Seite das gelbe Match. Oh, was passiert da jetzt? Eieiei. Solche Kombos bräuchte ich im Krieg. Das ist ja echt nice. Da gehen wir mal hier rüber. So, da machen wir Gefahr drauf. Okay. Ja, Buddy, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich nehme erst die Lilanen unten, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich da oben das lila Match mache. So eine Vorsichtsmaßnahme, ne? Weil das Match oben läuft mir ja nicht weg. Ich kann es mir nur irgendwie versauen, wenn ich es oben mache und dann geht unten irgendwas kaputt. Deswegen arbeite ich mich immer von unten nach oben. So. Oh Mann, schon wieder drei Heiler. Das ist wieder genau sowas. Ich möchte 20 Embleme und eine voll emblemierte Def stellen, egal wie die Einschränkungen des Turniers sind. Hauptsache, ich kann 20 Embleme hinstellen. Ja. Die einzige Gefahr sind Tiburtus und Kaedmon. Deswegen nehme ich drei gelbe und zwei grüne für Kirill. Ja. Drei gelbe und zwei grüne. So. Auf geht's. Okay. So. Jetzt haben wir nämlich hier vier gelbe. Nehmen wir die gelben hier unten. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt, aber machst du nix. Okay, dann gehen wir hier rüber, weil da ist noch Kaedmon, der einzige, der noch, wenn dann Schaden macht. Gehen wir da auch direkt drauf. Ja, gehen wir mal hier hinten dann noch drauf, weil das eine Steinchen sollte reichen. Nehmen wir hier die Grünen für Melindor. Da kommt das Grüne hoch. Nehmen wir erst das. Und dann war's das. Ja, also, wenn da viele Heiler drinstehen, passiert nicht viel, ne? Das ist halt. Ich weiß nicht, warum Leute dann so viele Heiler da reinstellen. Hier auch wieder zwei Heiler. Ist das jetzt auch wieder nur, um
zu zeigen, ich habe volle Embleme, ich weiß es nicht. Man könnte es eventuell noch verstehen mit Melindor in der Mitte, weil er da einen grünen Block irgendwie stellen will, aber der Rieger dann außen da, das ist völliger Quatsch. Deswegen, ja, grün werde ich nicht nehmen für Sonja. Ich denke, ich werde das gelb-lila Team nehmen. Und jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Wobei, ich überlege gerade, ne, grün wollte ich ja gar nicht nehmen, sonst hätte ich noch Hänsel genommen. Zum kompletten Mana kontrollieren, aber. Naja. Dann machen wir es doch nicht so verrückt, dann nehmen wir das Team. Okay, wir machen das. Das gibt uns nämlich dann da ein gelbes Match da oben. Hier. Dann. Ja, bei Melindor können wir ein bisschen reinhauen, ne? Da passiert ja nichts. Der blockt uns eigentlich schön den Weg frei, dass wir nicht die Flanken treffen, können unsere Helden ein bisschen aufladen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber jetzt gehen wir dann mal auf die Seite. Einfach aus dem Grund, weil Little John langsam ist und Kitmon ist schneller. So, Lee einmal Mana wegmachen. Ja, das natürlich. Sowas wäre echt schön im Krieg, solche Kombination. Vor allem gegen Teluria, aber. Ja, man kann nicht alles haben. Muss mal irgendwie den Schalter finden, dass das umswitcht, dass ich ein bisschen schlechtere Turnierboards kriege und dann der Krieg besser läuft. Aber wenn das mal so einfach wäre, ne? So, jetzt haben wir hier auch wieder gelb und dann war es das auch schon wieder. Also, das ging heute ratzfatz. Ja, 5 Siege. Wir sind 1383. Gut, haben aber noch nicht alle angegriffen. Ne? Ist ja noch, ist erst eine halbe Stunde her. Ja, da wird sich noch einiges ändern. Aber ich denke, mit 16.000 sind wir in Top 1. Ich war jetzt im letzten Turnier, ich glaube, 15.800 oder so und war auch in Top 1. Das sollte passen. Was haben wir denn hier? Ach ja, da sind sie. Turnierkämpfe. Gucken wir mal eben. Kriegen wir die Beutetickets? Okay. Gucken wir, was hier drin ist. Nein, auch nix. Okay. Ja. Das war's dann für heute. Ich werde jetzt anfangen, meine zweite Telluria zu leveln. Ist ja schon ein bisschen angefangen. Weil, ja, ich denke mal, in der Offensive kann man auch eine zweite Telluria mitnehmen in einem zweiten Team. Und mal sehen, ob da vielleicht sogar noch eine nachkommt. Ich weiß es nicht. Ja, und im Moment den Fokus ein bisschen so auf Season 1 Helden. Hier Boryl, Kashrek, Domitia werde ich nur erstmal auf 370 bringen, aber. Der Fokus erstmal ein bisschen darauf, wegen den ganzen Kostümen, ne? Weil die sind ganz gut und je nachdem, was man da für eins kriegt. Oder halt so ein Bogel, der ist natürlich dann auch mal im Turnier ganz witzig, wenn man den hinstellen kann mit seinem Gegenschlag. Ein Kashrek, da finde ich das Kostüm mega geil. Das ist so ein kleiner Heimdall. Deswegen level ich ihn halt auch, aber jetzt. Gehen halt im Moment die grünen Helden alle so ein bisschen in Teluria rein. Aber. Ja, mal gucken. Er hat ja seine Spezialfähigkeit schon 8 von 8. Ich denke, ich mache das jetzt so, wie ich das in dem einen Video mal erzählt habe. 2 Sterne und grüne Helden kommen jetzt hier in Teluria rein. Und alle anderen 1 Sterne Helden, also jetzt rot, lila, gelb, blau. Die kommen alle hier erstmal rein und dann
Machen wir beide so parallel, so langsam fertig. Alter ja nicht, und deswegen habe ich da auch ein bisschen Zeit. Und ja, das Problem, was ich im Moment habe, ich würde gern diesen speziellen Freund in die Defensive stellen. Das Problem ist, er ist Mönch. Und als Mönch habe ich ihn drin. Da. Er ist natürlich auch ein Top. Das Problem ist, was ich sehe, er macht auf 3 Schaden. So, wir wissen alle selber, der trifft auch manchmal dann nur 2, wenn er in die Ecke zielt, ne, in der Def jetzt. Wohingegen Jabba immer trifft. Ne, der nimmt die am Rand, wenn die am Rand weg sind, geht er weiter nach innen und wenn nur noch einer da ist, kriegt der doppelten Schaden. Das Problem ist, packe ich Jabba rein, brauche ich einen gelben Helden in der Def. So, mal gucken. June ist Monk, also Mönch. Justitia passt nicht in die Def. Onatel ist eigentlich zu langsam und die Embleme hat auch der Franzose. Musashi würde gehen. Rana geht nicht. Und der weiße Hase geht. Problem ist, ich will ja 4-1 machen. Und die ganzen Rigards sind alle Kleriker und der Hase auch. Das heißt, wenn ich den Hasen emblemiere für die Def, ist mein ganzes Konzept mit dem 4-1, mit dem kostümierten Rigard und so, von dem ich schon seit Wochen rede, ist für den Arsch. Deswegen kann ich das nicht machen. Und Musashi könnte ich reinstellen. Das Problem ist, die Schurkenembleme hat zum einen, wo ist er? Mein Schakal. Da bleiben die auch. Und meine Mayana. Und Mayana behält die auch, weil ich will sie stärker machen für die ganzen Tellurias. So. Also stehe ich da. Und im Endeffekt wird Jabba dann wahrscheinlich nicht in die Def kommen. Außer, das einzige Außer, was es noch gibt, was jetzt nicht die optimale Lösung ist, falls ich Grabmacher kriegen sollte, dann würde Grabmacher die Barbaren-Embleme kriegen. Dann würde der Franzose rausfallen. Dann hätte ich 18 Stufen, ach, 19 Stufen, ne, 19 Stufen für den Franzosen, die ich Onatel geben könnte. So, Onatel hatte ich schon auf Stufe 9, die hatte irgendwas mit 900 oder fast 900 Defensive, glaube ich. Keine Ahnung. Aber zumindest hoch. Kann auch Ende 800 irgendwas gewesen sein. So, das Problem dabei ist, dann habe ich einen mittleren Helden. Dann würde meine Def, wie wird die dann aussehen? Eben kurz überlegen. Ja, Seeschall, genau. Seeschall müsste dann auch raus aus meiner jetzigen Def, weil ich habe ja Jabba drin. Das heißt, ich hätte dann Grabmacher, Onatel, Telluria, Vela, Jabba. So, wenn ich Grabmacher kriegen würde, ne, das mal jetzt vorausgesetzt. Weil Onatel kann ich nicht auf den Flügel packen, da ist die zu langsam, da passiert nicht viel. Die Kombination Onatel-Telluria ist sehr gut. Die habe ich einmal im PvP gehabt und wurde auch direkt zerstört, weil Telluria, ja, entschleunigt die Mana-Regeneration und Onatel gleichzeitig macht das ja auch. Die klaut ja das Mana noch und lädt sich dadurch selber auf. Das heißt, diese Kombination, da hast du eigentlich keine Chance, dein Mana zu voll zu kriegen. Das ist schon ganz gut. Weil das Problem ist halt, dann habe ich nicht diese Kombination Vela Telluria Grabmacher, die eigentlich sehr geil ist. Und ich habe halt einen mittleren Helden in der Def. Das heißt, ja, dass ich da mal noch sehr viel rumüberlegen muss, was man da am besten macht. Und ja, die Embleme, die haben es sehr, sehr schwierig gemacht, muss man ja echt mal sagen. Es waren noch gute alte Zeiten, als es nur Season 1 gab, wo man keine Sorge hatte, irgendwie Embleme oder jetzt haben wir hier einen neuen
krassen Helden, wie können wir den einbinden? Oh Scheiße, da ist jetzt ein Held der gleichen Klasse drin, das geht nicht und so weiter. Ja, aber ich denke, irgendwie werde ich da schon eine Lösung finden. Ansonsten bleibt Jabba halt nicht in der Def und bleibt erstmal da auf der Bank. Aber gemaxt wird er so oder so. Ich warte jetzt halt nur, also ich habe die Materialien, ne? Aber ich warte halt auch auf Clarissa und dann muss man mal gucken, wie die sich entwickelt. Vielleicht kommt die dann auch rein. Ich habe keine Ahnung. Das wäre natürlich. Obwohl, nee, die kommt auch nicht rein, weil sie ist ja Paladin, ne? Und Teluria ist Paladin. Das ist auch so eine komische Sache, dass das wirklich so fast hintereinander die Monatshelden Paladine sind. Das ist auch neu, sage ich mal, dass die Entwickler das so machen. Aber gut. Muss man mal gucken. Wird schon irgendwie eine Lösung geben, ne? Alles klar, dann war es das für heute und ja, wir sehen uns dann die Tage wieder. Macht's gut, ciao.